schieben. Grüße Gott, Herr Heinl. Sie sind Werkzeugbauleiter bei Hörl Kunststofftechnik in Laufen. Sagen Sie mal, was sind denn die besonderen Herausforderungen bei Ihren Werkzeugen? Ja, die besonderen Herausforderungen sind bei unseren Werkzeugen. Das ist die erste Linie die Präzision. Wir fertigen Bauteile im Mühbereich. Und wir haben auch Werkzeuge, die wo dann temperiert sind, durchgängig entweder gekühlt oder geheizt, je nachdem wie die Gegebenheit ist. Man sieht es ja da, wir haben jetzt da oben alles mit Kühlungen angeschlossen. Und wenn wir das jetzt unter der Presse haben und das geheizt oder gekühlt wird, dann hat man denselben Ablauf wie in der Spitzgussmaschine, wo man jetzt diese Teile fertigt. Dann haben wir auch dasselbe Tuschierbild und dann gehen wir von der Präzision auch von der Presse in denselben Zustand in die Spitzgussmaschine rein. Das heißt, Sie sind hier in Stahl und Eisen im Mühbereich, ja. Im Kunststoffbereich suchen Sie das Hundertstel. Im Kunststoffbereich haben wir Bauteile in verschiedenen Sparten, aber wir haben Bauteile auch, die plus minus ein Hundertstel am Kunststoffteil bemaßt sind. Und das ist eine sportliche Herausforderung, dann wenn man auch seine Werkzeuge in 8, 16-fach oder 48-fach baut, da ist einiges dahinter. Warum sind Sie ausgerechnet auf eine Tuschierpresse von der Firma Millutensil gekommen? Was hat Ihnen da so gefallen? Ja, also ich habe in erster Linie mal Tuschierpressen gesucht und bin dann auch ins Internet gegangen, YouTube, und habe auch dann verschiedene Pressen gesehen. Mir ist jetzt vorgekommen, dass eben von der Baureihe oder von der Baugröße die Millutensil für uns absolut den richtigen Platz darin hätte, weil wir sind im ersten Stock jetzt. Und manche bauen Höhe auf und die ist jetzt von der Größenordnung jetzt für uns optimal. Wir haben bei der Presse noch Kernzüge dazu bestellt. Wir haben einen Drehteller noch einbauen lassen, da wir zwei K-Werkzeuge haben. Und da ist eben der Fall, wenn wir tuschieren, dann dreht sich der Tisch um 180 Grad und dann wird nochmal neu tuschiert. Und dann haben wir eben auf beide Seiten das gute Tuschierbild. Sonst müsste man wieder abspannen, wieder irgendwie das hintergehen. Also die Presse, so wie sie jetzt bei uns da steht, ist eigentlich für uns optimal jetzt.